Hallo zusammen, wieder einmal ich und heute geht es um Feuchtgebiete, die Verfilmung des ach so schlimmen Charlotte Roche Buches. Damit tue ich auch meinem treuen Abonnenten Michael K. einen persönlichen Gefallen, indem ich den Film jetzt bespreche. Wobei ich denke, das lohnt sich durchaus, denn ich sehe ein großes Risiko, nämlich dass man dem Film absolut Unrecht tut. Das Problem ist ja, mit Feuchtgebiete ist der ganze Ekel- und Ferkelkram verbunden, den ich zuletzt Charlotte Roche durch zahllose Auftritte in Talkshows, da gibt es sehr viele schöne YouTube-Videos von, gepflegt hat. Und letzten Endes muss man den Film als ein Gesamtwerk nehmen. Das Risiko ist, was ich meine, ist, man tut ihm Unrecht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, der Film enthält eine Szene, in der die Hauptfigur mit ihrer Vagina eine dreckige Toilettenbrille reinigt. Das ist direkt die Eröffnungsszene. Wir haben Szenen, in denen auf eine Pizza onaniert wird, von Pornodarstellern auch sehr authentisch dargestellt. Es gibt jetzt eine ganze Latte, passend Latte an Ekelszenen, Sexszenen, Masturbationsszenen und all das, die ich jetzt aufzählen könnte. Aber das wäre so, als würde man aus einem wild geschnittenen Videoclip einzelne Einstellungen nehmen und über die etwas sagen und das würde das Gesamtbild nicht ergeben. Im Wesentlichen geht es ja um eine junge Frau oder das ist aber der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Das Mädchen im Buch soll, glaube ich, 18 sein und wird von einer 27-Jährigen gespielt. Im Film selber kommt jetzt nicht so präzise rüber, wie alt sie eigentlich ist. Jedenfalls, sie heißt Helen Memel. Sie hat sich bei einer Intimrasur verletzt und liegt jetzt im Krankenhaus, will die Gelegenheit aber nutzen, um dort ihre geschiedenen Eltern an einem Krankenbett wieder zu vereinen. Im Buch ist es eigentlich so, dass die ganze Story im Krankenhaus ist und alles, was drumherum um Helen passiert, beziehungsweise was in ihrem Vorfeld so war, wird so in Form von Erzählungen geschildert. Hier wird das Ganze in eine halbwegs plausible, logische Reihenfolge gebracht, wenngleich, ganz ehrlich, der Film letztlich ein Trip ist. Helen ist, im Grunde ist das ein Trip in die Seele einer jungen Frau, die auf eine ganz eigentümliche Weise einsam und verzweifelt ist, sich die Geborgenheit ihrer wieder vereinten Eltern sehnt und so weiter und eben eine Menge Kram macht, wie eben sie geht zu Prostituierten, sie hat sehr viel Sex mit verschiedenen Leuten, sie schmeißt Drogen und all das. Und deswegen, der Film ist nicht das alberne, pipi-kaka-dumm-gealbere, als dass man es gerne darstellen würde. Es ist auch nicht so das geile Ding, dass man sich als Mann anguckt und mit einer Latte rausgeht. Man merkt, dass ich ihn gerade gesehen habe, wenn ich jetzt diesmal wirklich so das Ganze so ausdrücke. Ich will es jetzt auch nicht künstlich auf ein hohes Niveau heben, aber Fakt ist, das ganze Ding ist ein Trip in die Seele einer vielseitigen Hauptfigur von Carla Juri, sehr interessant dargestellt. Das schrieb der eben erwähnte Michael K. auch mal unter einem meiner Kommentare, dass er sagte, er hat den Trailer gesehen und er findet die Frau sowas von unerotisch. Das kann man sehen, wie man will, das kann man ja sowieso nicht allgemein sagen. Ich kann aber jetzt meinen Eindruck schildern, dass Carla Juri vielleicht nicht wirklich die epische Schönheit ist, aber dass man das für die Rolle auch gar nicht braucht. Und dass die Frau wirklich schauspielern kann und einen sehr interessanten Blickwinkel wirklich in diese Figur liefert. Insgesamt ist Feuchtgebiete nicht der Skandalfilm, der er gerne wäre, wenngleich ich eine Menge jaulenden Frauen um mich herum gemerkt habe, dass insbesondere so intime Sachen scheinbar schon auf den Magen schlagen. Also der Film ist nicht der Skandalfilm, der er gerne wäre, aber es ist auch nicht der widerliche Film, für den man ihn gerne macht, sondern letzten Endes ist es ein sehr sensibler Film mit einer durchaus bewegenden Geschichte und einigen sehr bewegenden Momenten und einer wirklich alles tragenden Hauptfigur. Ich selber hätte nicht gedacht, dass ich das über diesen Film sage, aber ich gebe ihm wirklich nicht beeindruckende, aber doch zufriedenstellende 4 von 5 Punkten. Wer weiß, vielleicht wird sich der ein oder andere von euch dem Ganzen auch aussetzen. Wenn ihr das tut, viel Spaß und ja, auch so, alles Gute, bis dann, ciao. Und heute geht es um Feuchtgebilde.